Hallo und herzlich willkommen bei Typisch Deutsch. Unser heutiger Gast war in den 70ern ganz oben als Schlagerstar. Er war ganz unten und lebte im Wohnwagen. Heute wird er wieder gefeiert als Deutschlands Johnny Cash. Herzlich willkommen, Gunter Gabriel. Schön, dass Sie da sind. Sein Leben ist randvoll mit Drama, 4 Scheidungen, 2 Herzinfarkte, ein Schuldenberg, Alkohol, Psychiatrie. Genug Stoff also für jede Menge trauriger Songs, aber auch für unverwüstlichen Optimismus. Ich gestehe, ich bin Fan. Ja, Ihre Mutter starb, als Sie 4 Jahre alt waren. Was hat das mit dem Kind Gunter gemacht? Ja, ich bin das geworden, was ich heute bin. Kann man jetzt nachträglich sagen. Als Kind hast du das natürlich nicht so gewertet, was es bedeutet, eine Mutter zu verlieren. Verfolgt Sie das bis heute? Ist das Nein, verfolgen nicht, aber mich beschäftigt das. Verfolgen tut es mich nicht mehr, weil es ist, lässt sich auch nicht ändern. Aber die warme Mutterwurst oder die Mutterliebe, die eigentlich jedes Kind braucht. Urvertrauen. Ja, einfach auch eine familiäre Fähigkeit, zusammen zu sein und eine Familie überhaupt zusammenzuhalten. Das habe ich nie hingekriegt. Ne? Darum sind ja auch meine Ehen alle gescheitert, ne? Würde ich heute sagen. Ich war natürlich bei vielen Psychologen. Also ich habe mich immer dieser Scheiße des Lebens gestellt. Ich habe gesagt, was ist das? Warum ist mein Leben so kompliziert? Warum bin ich immer so am Rande des Wahnsinns oder des Untergangs? Ne? Sie beschreiben Ihren Vater zum Beispiel als gewalttätig und gefühlskalt. Hat das was mit Ihnen gemacht? Ja, ich habe zurückgeschlagen irgendwann. Also die Faust war ja, auch also nicht nur die Faust, sondern mein Vater war ja, ich meine, ich sehe das heute natürlich anders als früher. Er tut mir heute natürlich schrecklich leid, weil er nicht in der Lage war, Liebe zu geben. Aber er kam natürlich auch aus Stalingrad. Das darf man natürlich nicht vergessen. Das war nach dem Krieg, da gab es keine großen Worte. Da kriegt es was auf die Fresse und dann war das so. Das war in der Lehrzeit genauso. Da muss ich sagen, dass wir da so mit Samthandschuhen angefasst wurden. Heute würde ich sagen, hat nicht geschadet. Ne? Aber jeder Schlag hat natürlich wehgetan. Nicht? Und das hat auch die Folge gehabt, dass ich eine Zeit lang sein Verhalten, was ich gehasst habe, trotzdem übernommen habe. Es hat lange gedauert, bis ich das los wurde. Nämlich, wenn man gewalttätig wird, versagen ja die Worte oder haben die Worte versagt. Ich war nicht streitfähig. Ich gesagt, Schnauze halten, dann gab es was rein. Sie haben 4 Kinder von 4 verschiedenen Frauen. Ja. Wie ist der Vater Gunter Gabriel? Wie würden Sie sich beschreiben? Schlecht. Ich bin ein einfach so schlecht. Ich bin ein untypischer Vater. Ich bin natürlich, also alle meine Kinder beschreiben mich übrigens anders. Meine jüngste Tochter besser ist... Besser so rum. Ja, also. Naja, 4 verschiedene Frauen sind auch 4 verschiedene Charaktere. Ich muss im Nachhinein sagen, erstens, kein einziges Kind wollte ich wirklich haben. Es ist alles aus Versehen passiert. Coitus interruptus war bei mir damals nicht drin. Heute ja, damals nicht. Aber heute sind mir meine Kinder das Beste, was ich habe. Außer meine Songs natürlich. Und mich selber. Ich bin natürlich die 1. Meine Kinder sind die 2. Aber ich bin für sie da. Ich bin auch nicht deren Freund. Die sagen mir, du bist mein Freund. Ich sage, nein, ich bin nicht euer Freund. Sondern? Ich bin ein Zahnschärfer. Ich bin euer Vater. Ich würde euch aus der größten Scheiße eures Lebens rausholen. Und wenn ihr irgendwen ermordet habt oder eine Bank überfallen, ich werde immer vor euch stehen oder schützen. Das ist ein Vater. Muss man ein trauriger Mensch sein, um gute Songs zu schreiben? Hilft. Also ein bisschen Depression teilweise nicht. Ich muss kein Mörder sein, um einen Killersong zu schreiben. Mhm. Auch Johnny Cash hat ja viele Killersongs geschrieben und ich glaube, der hat ja keinen einzigen erschossen. Ja. Aber ich glaube auch, dass wirkliche tiefe Songs durch Blues, darum heißt das ja auch Blues, durch dieses Trauern. Auch wir Männer sind ja die besten Liebesliederschreiber der Welt. Nicht die Frauen schreiben die Liebeslieder, die tollen, sondern wir Männer sind es. Wie kommt das? Weil wir, wenn wir verlassen werden, mehr leiden als Frauen. Das liegt an unserem Testosteronspiegel natürlich. Und eigentlich heißt es, wir können gar keine Gefühle zeigen, aber Gunter Gabriel kann das. Inzwischen. Das war auch nicht immer so. Das sind ja auch, darüber habe ich mich auch gekümmert, wie das kommt. Das hat natürlich was damit zu tun, dass im Alter die Östrogenanteile beim Mann, wir bestehen ja immer aus 2 Hormonteilen, Testosteron und Östrogen. Mhm. Und bei Frauen steigt der Testosteronspiegel, weshalb sie auch manchmal ein Damenbad kriegen. Oder männliche Aussehen. Ja. Ja, warum fallen bei den Frauen die Haare nicht aus, bei dem Mann ja. Nicht? Also damit habe ich mich immer beschäftigt. Es ist ja auch so, dass Männer im Alter, also ich bin jetzt fast 70, ich habe
Ich habe ja richtig, ich meine, ich muss das jetzt mal sagen, wir haben so einen kleinen Harem, den wollte ich gar nicht haben. Ein schreckliches Schicksal. Ja, ein schreckliches Schicksal, aber eine sehr gute Überlegungschance. Ich habe alles, was ich gelernt habe im Leben, von Frauen gelernt. Obwohl meine Mutter gestorben ist, habe ich dennoch mich immer zu Frauen hingezogen gefühlt. Und zwar emotional, nicht immer hier macho-mäßig, sondern alles habe ich von Frauen gelernt, wie man am Tisch zu sitzen hat, dass man gerade zu sitzen hat, wie man das Besteck anzufassen hat, wie man die Tür aufmacht. Alles, was Ali Schwarzer propagierte, das habe ich vorher schon gewusst. Ja. Sind Sie echt so ein übler Typ, wie Sie immer singen? Gewesen? Ja, ich bin auf jeden Fall gefährlich. Nicht? Aber wenn man nicht angreift, das habe ich natürlich gelernt. Guck mal, ich bin seit meinem 14. Lebensjahr auf der Straße. Man entwickelt sich da anders. Und ich habe auch viel auf die Schnauze gekriegt. Ja. Auch richtig offiziell. Ja. Und da entwickelt man sich anders. Ja. Mögen also, Sie sich? Können Sie sich akzeptieren? Ja, ich fühle mich okay. Ja. Ich habe natürlich meine Macken, ja. Aber eigentlich, ich staune. Ich staune, dass man mit 70 Jahren noch so mit dem Arsch wackeln kann, ja? Dass man noch so drauf ist. Also Lebensfreude hat. Ja. Ich bin heute nicht mehr so im Blues-Bereich wie früher. Ich bin heute ein lebensfroher Mensch geworden. Haben Sie mal irgendwann gesagt in Ihrem Leben, ich habe keine Lust mehr? Ja. Ja. Ja, ich habe ein paar Punkte gehabt, wo ich gesagt habe, jetzt erschieße ich mich. Oder ich habe überlegt, ich habe mal in einem Bahnhof gewohnt, ja, als ich so richtig in der Grütze war. Ich habe ja 10 Millionen Eier verloren. Ja. 10 Mark, Millionen. Muss man Mark, sagen. Ja, oh. Mark, damals so Mark. Geld. Ja, das musst du auch erstmal verdient haben. Ja. Ne? Aber durch meine Songs und so weiter, da waren Leute, die mich beraten haben und ich Idiot bin drauf reingefallen, war meine Schuld. Da habe ich gedacht, jetzt ist mein Leben zu Ende. Weil ich hatte plötzlich gar nichts mehr. Wie fühlt sich das an? Also jede Whiskyflasche war mein Freund. Erstmal. Und die ganzen vielen Menschen, die um einen rumschwirrten, sind schwuppdiwupp alle weg. Wusste ich allerdings. Steht hinter jedem Kalenderblatt. Ja, aber man glaubt es ja nicht. Doch, ich hab das immer gewusst. Hatten Sie irgendwelche Freunde, die da noch zu Ihnen gehalten Nein, haben? Oder einzige. War alle weg? Nein, kein einziger. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Das ist ja das Großartige. Du kriegst völlig neue, die unabhängig davon, was du in der Tasche hast, was sowieso nicht zählt. Lächerlich. Neue Freunde, die aber viel wertvoller sind. Und die habe ich gefunden. Aber auch nur, weil ich sie an mich rangelassen habe. So wie ich jetzt mich äußern kann in diesem Interview, ich hätte ja auch die Schnauze halten können. Ich sage über den Quatsch nichts. Doch, ich will den anderen sagen, pass auf, red dich aus. Lass es raus. Lass kein Magengeschwür auf. Oder dass du das Leben nimmst. Ja, ich wollte mir das Leben nehmen. Und ich bin so froh. Ich wollte mich nämlich vor den Zug werfen. Ich wohnte damals in einem Bahnhof bei Münster. Der Zug hat aber Verspätung. Ach. Es hört sich jetzt lustig an. Ja, klingt ja, wirklich gut. Ja, ja. Aber dahinter steckt auch schon wieder eine Lebensphilosophie, die ich von Roy Black gelernt habe, der sich ermordet hat. Ja. Der nicht warten konnte. Der hatte nämlich mal ein Lied, ja, das hieß, wenn es in Deutschland noch dunkel ist, ist es in Japan schon wieder hell. Das ist so eine ganz dämliche Philosophie. Ne? Das heißt, warte auf den nächsten Morgen. Da sieht wieder alles ganz anders aus. Ja. Und wie zum ersten Mal sind wir der Deutschen Bahn wirklich dankbar für eine Verspätung. Ja, und Sie haben hier einen ganz eigenen Weg gefunden aus der Pleite, die Wohnzimmerkonzerte. Wir haben das kurz gesehen. Sie haben so ein Schild in die Kamera gehalten. Hier ist eine Handynummer, rufen Sie an, dann kommt der Gunther nach Hause. Ja, pass auf, es ist ja so, ich habe mich ja nie als Pleite gesehen. Ich habe nur mein Geld verloren, nicht? Mein Kopf nicht und meine Eier auch nicht. Mhm. Also ich habe nur mein Geld verloren. Ne? Und damit ist ja dein Leben noch nicht verloren. Aber wie kam das zu diesem Wohnzimmer? Also es ist ja eine ungewöhnliche Idee. Miete dir deinen Star ja, für zu Hause. Ich weiß nicht, das war irgendwie so ein göttlicher Einfall. Also, aber es war Ihrer. Ja, ja, klar. Ich kam von einem Konzert und war adrenalinmäßig super gut drauf, weil die Leute, das läuft gut. Und ich kam in diese Sendung nach meinem Konzert in Hannover. Ja. Und die hat mich engagiert in der Sendung so zwischen, immer mach mal ein bisschen Dampf in die Sendung mit der Gitarre. Und ich war so gut gelaunt, ja sozusagen, dass ich sagte so, und jetzt zeige ich euch mal, wie im Jammerland Deutschland man aus der Krise rauskommt. Also ganz spontan. Das kam ganz spontan, ja. Und meine Kinder haben gesagt, sag mal, bist du nicht ganz dicht? Wie kannst du sowas machen? Die Zeitungen haben mich zerrissen, ja. Aber es ist etwas Großartiges dadurch entstanden. 700 deutsche Wohnzimmer. Ich wollte ja nur beweisen, dass man mit 500 Jobs 1.000 auf dem Wohnzimmer plötzlich 500.000 Schulden beheben kann, ne? Aber es sind ja viel mehr, heute zahlen die 5.000, 6.000 Euro, nur damit sie mich auf dem Teppich haben. Aber ich habe auch Leute kennengelernt, einen aus dem Europarat, da kommt man gerade mit in mein Büro. Mhm. Pass auf, warum ich dich engagiert habe. Ich bin jetzt 56, du bist der Held meiner Jugend. Ich bin voller Metastasen.
ich habe noch 3 Monate, aber das wollte ich mir noch antun, dass du für mich singst. Dann stehst du da, sagst, soll ich jetzt weinen oder lachen, was soll ich jetzt machen? Verstehst du? Also das sind so tragische, super gute Situationen. Aber es hat der Frau geholfen. Es hat dir Spaß gemacht. Also Entschuldigung. Ja, aber ja, ob das ihm Spaß gemacht hat, mir würde es keinen Spaß machen, wenn ich weiß, da singt einer und ich kann das Leben von dem nicht mit weiterleben. Aber ein letzter Wunsch wird... Nein, ich wollte die Tragik, ja. Das ist genau dasselbe. Ich werde in Kürze auch sterben. Vielleicht in 5, vielleicht in 10 Jahren. Warum bedauere ich das? Weil ich mit einmal abgeschnitten werde von dem, was noch an witzigen Sachen und großartigen Sachen in dieser Welt passieren kann. Wir leben doch jetzt in einer Zeit, die ist ja so großartig, so tragisch großartig natürlich. Auch mit allem, was politisch passiert und die Umwälzung und das, dass es vielleicht auch wirklich zu einem guten, weiterentwickelten Lebensgefühl in der Welt, weltweit. Das kann ja nicht so weitergehen, dass da so viele Leute sind, die so viel Geld haben und auf der anderen Seite verhungern die Leute. Ja. Das kann doch nicht sein. Und ich bin davon fest überzeugt, dass da eine Umwälzung passiert. Durch Internet natürlich, die Leute sehen plötzlich überall in der Welt, was passiert denn da überhaupt? Und man kriegt ja so dieser Begriff von Empathie, der wird sich durchsetzen, da bin ich fest von überzeugt. Da ist wieder PGH in mir drin. Und deshalb bedauere ich, wenn ich jetzt abkratze, Hilfe, jetzt kann ich das alles nicht miterleben. Ja? Internet hin oder her, es gibt aber ein paar Güter, die müssen tatsächlich noch über die Straße transportiert werden. Sie sind der Held der deutschen Lastwagenfahrer, Sie haben viele Trucker-Lieder gemacht. In den 60er Jahren haben Sie auch als Fernfahrer gejobbt und da ging es auf unseren Autobahnen noch relativ friedlich zu. Heute ist von dieser Trucker-Romantik nicht mehr so viel übrig. Seit über 30 Jahren arbeitet Martin van Dalen als Lkw-Fahrer. Doch dieses Jahr ist es besonders schlimm. Die Straßen glatt, die Autobahnen verstopft und ein Stau am anderen. Stehe ich noch drin, stehe ich nicht drin, komme ich nach Hause heute Nacht oder muss ich im Hotel übernachten oder im Lkw? Und aus dem Radio ständig neue Vorschläge. Tempolimit für Lkw gefordert. Die Polizeigewerkschaft will, dass Lastwagen bei Schnee und Eis maximal 50 Kilometer pro Stunde fahren dürfen. Das kapieren die meisten Leute nicht. Die wollen zwar zu Tengelmann oder zu irgendwelchen Einkaufsläden und wollen da volles Programm haben, aber ohne Lkw läuft einfach nichts. Ein Leben zwischen Termindruck und Polizeikontrollen. Dieser Laster ist mit Eisenschrott unterwegs, die Ladung nicht zu beanstanden. Dafür wurden die zulässigen Lenkzeiten überschritten, denn Zeit ist Geld und die Branche liegt am Boden. Preise sind kaputt. Ja, trotzdem. Konkurrenz aus dem Osten wird immer stärker. Das ist es nämlich, das wollte ich jetzt nicht so laut sagen. Das ist auch die Preise, die werden gedrückt. Ne? Und das versucht man dann irgendwo wieder zu kompensieren, ne? Indem zum Beispiel keine Pause gemacht werden, die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten werden. Und so weiter. Also irgendwo auf dem Rücken vom Fahrer wird es ausgetragen. Diesmal kommt der Fahrer mit einem Bußgeld von 200 Euro davon. Doch selbst wer rechtzeitig nach einem Parkplatz sucht, kann Pech haben. So wie Mario Wirnbeck an diesem Abend. Sachsen, A4 Dresden-Erfurt. Zwischen Hainichen und Landsgrenze sind für Lkw alle Parkplätze besetzt. Der zweite Versuch. Aber auch hier sieht es nicht gut aus. Über 200 Lastwagen belegen alle Plätze und das kurz nach 20 Uhr. Trotz Kälte und Schnee braucht Martin van Dalen keine Zwangspause. Viele seiner Lkw-Kollegen haben dagegen Pech. Im weiteren Verlauf der A3 zwischen Bestenbach-Walderschaff und Weibersbrunn Fahrbahnsperrung wegen querstehender Lkw und Schneeglätte. Für van Dalen dagegen ist es ein guter Tag. Er kann pünktlich liefern. Doch der Fernfahrer weiß, er wird nicht immer so viel Glück haben. Ja, wie war das damals, als Gunter Gabriel auf dem Bock saß vorne? Kapitän der Landstraße, Trucker-Romantik. Ist das so romantisch gewesen damals? Also, da ist auch heute noch eine Romantik drin. Ne? Also das ist ja überhaupt der einzige Grund, warum die das überhaupt machen. Ja? Weil da, natürlich ist das eine zweifelhafte Romantik, ist ja klar. Die Bezahlung ist mies, der Termindruck ist gigantisch. Ja? Und trotzdem machen es. Woran liegt das? Ja, woran? Ja, ist mir vollkommen klar, woran das liegt. Weil, das ist langweilig. Ich weiß, es ist einfach interessanter, als in Wolfsburg bei VW am Fließband zu stehen. Ganz einfach. Und dann kommt noch was dazu. Du hast den Boss nicht wirklich im Rücken. Natürlich hast du den im Rücken. Besonders durch die neuen Kommunikationsmittel. Aber du bist ein scheinbar freier Mann. Ein scheinbar freier Mann. Also wie der Cowboy auf dem Pferd in der Prärie. So ungefähr, ja. Es hat eine gewisse Romantik auch deshalb, weil du natürlich das ganze Land vor dir hast. Du erlebst den Frühling, den Sommer, den Herbst. Wer erlebt das schon so? Es ist aber, wie gesagt, eine Täuschung natürlich, nicht? Aber das
Das geht mir doch genauso. Wenn ich fahre 150.000 Kilometer im Jahr alleine mit meinem, ich fahre zum Beispiel auch immer noch einen Trax, einen Mini-Trax, einen Sprinter. Wenn ich da an dem Lenkrad sitze, dann können Sie mich alle gerne haben. Um das Wort Arschlecken mal zu vermeiden. Ne? Wie ist das, wenn Gunter Gabel auf einer Autobahnraststätte mal zum Tanken geht, einen Kaffee holt? Was, werden Sie erkannt? Klar. Ja. Was ja, sagen die Leute? Müssen dann natürlich sofort zum nicht mehr so Raststättenkonzert gehen? Ja, habe ich alles schon gemacht. Ich habe in Bad Alsen an der A2, als es die alte Raststätte noch gab, das war natürlich großartig, da kam ich nachts nicht mehr weg. Ja. Ich habe in manchen LKW-Kabinen natürlich damals geschlafen, ja, Vollstrom, ja, Stonesdorfer und alles, Jägermeister, was alles da getrunken wurde. Das heißt heute Vollstrom? Vollstrom, voll alkoholisiert. Ja. Okay. Weil die Männer, ich habe ja Männersongs gemacht, was ich auch heute natürlich auch noch mache. Ich liebe die Fernfahrer nach wie vor. Mhm. Ich bin der Freund aller Fahrer, weil ich weiß, du darfst es eigentlich vergessen. Die Fernfahrer haben eine Schlüsselposition bei uns im Land. Wenn die eines Tages den Zündschlüssel abziehen, wie es in Frankreich passiert, in Spanien, dann steht alles still. Dann sind alles. Die Supermärkte leer. Ja. Dann ist alles, dann wird gehungert, dann werden sich gegenseitig wird sich eine Gurgel gegangen. Ne? Und trotzdem wird das nicht richtig geachtet und respektiert. Und dafür kämpfe ich und dafür singe ich. Und das ist auch richtig. Und das gibt es nur in Deutschland. In Amerika ist es nicht so. Aber hier in Deutschland gibt es nur einen und das bin ich. Und das kommt daher, weil ich früher in Hannover am Mittellandkanal als Student Nachtwächter war in einem Speditionshof. So fing das mal an. Ich war Nachtwächter. Ging das los mit den Lastern? Ja, da habe ich das gesehen. Und der Mittellandkanal war der Grund, warum Sie jetzt auf dem Hausboot wohnen? Ja, sehr, sehr um die Ecke gedacht. Sehr um die Ecke aber gedacht. Das hat doch auch so was Romantisches, oder? Ja, auf dem Schiff. Ja, natürlich. Ich meine, ich bin natürlich letzten Endes ein romantischer Typ, weshalb ich auch die Fernfahrer verstehen kann. Weil dahinter steckt auch eine gewisse Romantik. Hm. Eine gewisse, ja, immer eine gewisse. Das ist immer die Frage, wie du es sehen willst. Ja. Ein Mann, ein Lastwagen, ein Schiff. Ein Lenkrad. Wir sind schon. Boah, und du, das ist ja auch eine Gewalt, was hinter diese 40 Tonnen. Und was macht der Fernfahrer, wenn er zur Toilette muss? Was macht er? Hält er an, ja oder nein? Mann, nein, er hält nicht an, er hält nicht an. Das klären wir dann in der nächsten Sendung. Wir halten jetzt an. Wir sind schon fast wieder am Ende, zum Schluss unser typisch Deutschspiel. Gunter Gabriel, eher Star oder eher Kumpel? Beides. Mehr Trucker oder mehr Cowboy? Cowboy. Lieber Wohnzimmerkonzerte oder im Stadion? Wohnzimmer. Dave Dudley oder Johnny Cash? Johnny Cash. Welcher Erfolg schmeckt besser, der in den 70er Jahren oder der heute? Heute. Alles schmeckt mir heute besser. Auch die Liebe der Matrosen. Sozusagen, alles schmeckt mir heute besser. Nashville oder Hamburg? Hamburg. Villa oder Hausboot? Hausboot. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Schön, dass er da war. Das war's schon wieder mit Typisch Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mit Gunter Gabriel haben wir gesprochen über Trauer, Trinker und Trucker. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wäre schön, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Bis dahin.